Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Blaze Black in der Nuzlocke. Beim letzten Mal haben wir uns auf den Weg gemacht in die Elektrolythöhle und heute wollen wir die Elektrolythöhle durchqueren. Wir haben auch ein Laron gefangen und haben es Menno genannt. Außerdem, ich bin mal eben zwischen den Parts, habe ich meinen Tailover in der Box genommen, habe ihm Fliegen beigebracht, bin wieder in die Anfangsstadt geflogen und habe mir da, weil wir unseren Pokédex schon relativ voll haben, mal TM17 Protect abgeholt. Die kriegt man ab 60 Einträgen im Einal-Pokédex. Und deswegen haben wir jetzt Protect. Ich habe mir gedacht, ich nehme das nochmal mit, weil das könnte eventuell in der nächsten Arena wichtig sein. Welche ein Level Cap? Welches war das? 56? 54? 56? Ein Moment. Das finden wir doch ganz schnell heraus, indem wir auf das da drücken. Ich glaube, es war 56, aber ich will es gerade genau im Kopf haben, nicht, dass ich irgendwie reinscheiße. So, wir suchen nach Skylar. Und es war 56, genau, in einem Dreifachkampf, Dreierkampf, 3 gegen 3 in 6 gegen 6. Ich wollte auch Schutz kaufen, das habe ich nicht getan, deswegen lasst mich mal eben nochmal Schutz kaufen, bevor das hier komplett in die Hose geht. Ich hatte nämlich echt keinen Bock, gegen 1 Million Pokémon, wilde Pokémon zu kämpfen. Deswegen kaufen wir doch einfach einmal ein wenig Schutz. Der hier ist zwar kostentechnisch besser, aber juckt mich gerade gar nicht, der hier hält länger. Und dann muss ich den seltener aktivieren. Hast du irgendwas Cooles verkauft, das ich noch mitnehmen möchte? Dusk Balls finde ich gut. Nehmen wir 10 Stück von mit. Wenn euch das Video gefällt, gebt eine Like-Mail ab. Vielleicht reply-mail ich auch auf eure Kommentare, wenn ihr welche schreibt. Wir werden es sehen. So, und jetzt können wir uns aufs Fahrrad setzen und Richtung Elektrolythöhle fahren. Es wird noch ein paar lustige Encounter nach der Höhle geben. Ich habe mal nachgeguckt, was es da so Tolles gibt. Ich freue mich auf ein paar davon sehr. Ich hätte zum Beispiel Bock auf den Turm. Da gibt es auf dem obersten Stockwerk, da müssen wir halt Schutz für die unteren beiden benutzen, aber auf dem obersten Stockwerk gibt es Krüppuck. Und das klingt nach einer coolen Nuzlocke-Sache, so ein Pokémon ohne irgendwelche direkten Schwächen. Klingt nach einer nice Sache für den Nuzlocke. Außerdem müssen wir am Ende dieser Höhle nochmal gegen N kämpfen und das wird eine Katastrophe, ich sag's euch. Der hat Rotoms, alle Rotoms. Und ich weiß noch nicht so genau, was meine Strat dagegen ist. Wahrscheinlich Bronzong und Carmine, let's go. Mal gucken, wie effektiv man das hinbekommt. Aber Sorgen hat jetzt die Shedshell, die ist ganz cool. Hallo, Finstrio. Heißt ihr so oder heißt Finistrio? Das finstere Trio. Ihr seid aber gerade nur zu zweit. Hallo, N. Ah, yes, that was the Shadow Triad. Aber sie waren nur zu zweit. Ah, ich mag diese Höhle. Das ist schön. And you've been chosen, you know. Does it surprise you I said that? Eigentlich halte ich mich auch für ziemlich krank. Ah, nee, ich habe ja gesagt, ne? Ich hätte nein sagen müssen. Aber egal. Aber egal. Tschüss, N. Tschüss, N. Ich mach mal meine Dowsing-Maschine an. Wir sind hier immer in der Höhle. Hier gibt es 1 Million Items, die man hier rumliegen. Hey! Das ist Bell, oder? Das ist Bell. Hallo, Bell. Willst du mir zeigen, wie man Steine bewegt? Man kann sie bewegen, wenn man sie anfasst. Hallo, Professor. Ich glaube Ihnen nicht, dass Sie jetzt hier sind. Ich war gerade bei Ihnen und habe mir TM-Schutzschild abgeholt. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass Sie so schnell zu Fuß hierher gelaufen sind. Sie haben keine Flug-Pokémon zum Fliegen. Was kriege ich von Lucky Eggs? Coole Sache, macht Grinding für mich einfacher. Dankeschön. Die nehme ich gerne. Wenn ich jetzt also meinen Stollrack für die nächste Arena hochtrainiere, wird es ein bisschen schneller gehen. Das ist schön. Was haben wir denn hier? Ein Paraheiler. Ich glaube, der wird tatsächlich relevant. Wir haben 1 Million Kumo-Milch. Den glaube ich nicht, dass wir mit denen Probleme haben werden. Aber so ein Paraheiler, auch eine coole Sache. Geh mal aus dem Weg hier. Ich hätte gerne diesen Revive. Ich habe meine Revives immer noch nicht verkauft. Ich muss da mal dran denken. Ich muss da echt mal dran denken. Was für ein Pokémon haben wir vorne? Marth. Das ist in Ordnung, weil ich glaube, der Typ da gleich kommt mit ein paar Steel-Types. Das sollte in Ordnung sein. Hallo. Wie geht es Ihnen? This cave is full of rocks. Unfassbar. Sie generieren sogar Elektrizität, wie dieser Wissenschaftler uns gerade erklärt hat. Scientist Ronald. Ronald McDonald, Chicken Nugget Scientist. Okay.
Mit einem Klick. Mit einem Clang. Ein Klack. Und auf dem schaufeln wir einfach, weil ich wüsste nicht, was so ein Klack mir können soll. Hat Axe Attack. Das ist ein bisschen gruselig, weil die Dinger sind für gewöhnlich physisch. Mal gucken, was er jetzt vorhat. Wir sind auf jeden Fall schneller, geben ihm den Dick mit. Ich glaube nicht, dass er one-hittet. Wobei Base 100. Nee, tut er nicht. Ganz knapp nicht. Geht für Autotomize. Okay. Was kann denn ein Clang unserem Marv? Finden wir es lieber nicht heraus. Gehen mal auf Song. Song hat Bulldoze, um ihn zu killen. Nochmal Autotomize. Also eigentlich können die Dinger halt nicht. Sie können... Ja, Steel Moves. Ende. Ich hab, Mirror Shot kann der, sag ich ja. Steel Moves. Ich hätte vielleicht vorher noch mal im Pokémon Center meine AP für Bulldoze auffüllen lassen sollen. Das wäre eventuell sinnvoll gewesen. So. Clang down. Level up für Song. Und Marv geht auch ein paar XP. Ich werde gleich mal haben. Wir haben bestimmt Aether. Ich habe die niemals alle eingesetzt, die ich gefunden habe in meinem Leben. Niemals habe ich die alle eingesetzt. Da haben wir Aether. 3 Stück. Dann ballern wir einfach einen davon raus. Hier auf Bulldoze und alles gut. Alles ist gut. Und jetzt gib mir bitte meine Dowsing Machine zurück. Brauch die. Um überleben. Hallo Astrena, ich werde mich sofort um dich kümmern. Man hätte schon Schwarz und Weiß 2 Schutzmechanik hier kopieren dürfen. Ich hätte mich nicht beschwert. Ein Heal Ball. Ein einzelner. Der wird sicherlich sehr nützlich werden. An dem Punkt im Spiel, wo man ein volles Team hat. Ein Elixier, das könnte nützlich werden, je nachdem, wie viel wir Hydro Pump spammen müssen in unserem Leben. Hey du! Du willst in die Pokémon-Liga. Da bist aber noch ein gutes Stück von weg, ne? Ich würde da jetzt noch nicht so drauf bauen. Jared. Exu sehe ich jetzt nicht als so gefährlich an. Außer der hat jetzt Erdbeben. Und wir müssen ja nichts Dummes riskieren, ne? Wir können einfach raus-Vote switchen. Wir müssen ja nichts Dummes riskieren. Dafür haben wir den Move doch. Um nichts Dummes riskieren zu müssen. Das macht 1.000.000. Ist halt nur ein Exu, der kann nix. Wir gehen jetzt auf Athlin. Und dann drücken wir einfach auf Secret Power und das killt. Dragon Dance. Da geht's schon los hier. Aber du bist nur ein Exu. Deine Outrage macht nichts. Wärst du schon... Einmal entwickelt, wärst du schon ein Scharfax, dann hätte ich vielleicht ein bisschen Respekt vor dir. Geht für Taunt, juckt mich gar nicht. Hätte ich jetzt versucht, ihn zu Encoren, wäre krass gewesen, aber ich gehe davon aus, Secret Power killt. Wir haben gerade den Volt Switch Damage gesehen. Ja. Was für einen Effekt hat Secret Power in dieser Höhle? Fragen, die man sich stellt. Hallo Dragonair. Willst du auch auf mir Dragon dancen? Ich kann es mir vorstellen. Aber ich habe einen Song. Deswegen habe ich jetzt nicht so viel Angst, aber für Secret Power. Slam. Das kannst du gerne machen. Da habe ich gar keine Angst vor. Macht nichts, kriegt Rocky Helmet Damage. Coole Sache, frisst eine Secret Power. Ich würde gerne sehen, was die hier tun kann. Vielleicht flincht sie hier. Dann bringt sie mir gar nichts. Da kommt noch ein Slam. Ja, der droppt jetzt zur nächsten Secret Power. Durch Rocky Helmet Damage. Also so wie der Stein darunter fällt, sieht es für mich so aus, als hätte es eine Flinch-Chance hier unten. In dieser Höhle. Nehme gerade auf. So. Musst du kurz auf Discord wieder antworten. Es tut mir sehr leid. Simple Beam. Was? Das ersetzt die Fähigkeit mit Simple. Lass mal vielleicht später. Did not learn Simple Beam. Dann wechseln wir doch mal Ethlyn da vorne. Na, Ethlyn ist gar nicht vorne, aber ich würde gerne Ethlyn ein wenig heilen. Haben wir noch Sprudel? Wir haben keinen Sprudel mehr, oder? Wir haben keinen Sprudel mehr, oh nein. Aber wir haben noch 20 Kumo-Milch. Nimm mal die, Ethlyn. Nimm mal die Kumo-Milch. Und dann packen wir unsere Dowsing-Maschinen wieder aus und bewegen uns in Richtung Süden. Diesen Stein wollen wir nicht... Was ist jetzt los? Leute, könnt ihr mich in Ruhe lassen? Ich möchte nur durch diese Höhle gehen. Hast du was gefunden? Nee. Ich suche aber auch nichts. Also ich habe einen Heilball gefunden, wenn ihr an dem interessiert seid, aber ich bezweifle das. Okay, ich habe eigentlich gehofft, dass du kein Dickdri bist. Okay, ich dachte gerade so, scheiße. Moment mal, ich habe doch Marv vorne und da können Dickdri drin sein. Aber nee, ist nur ein Drilbe. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung, nur ein Drilbe. Kommando zurück.
Wechsel mal raus auf Fina. Ich hätte auch wegrennen können. Wegrennen wäre wahrscheinlich die sinnvollere Variante gewesen. Onclaws. Ich drücke jetzt einfach auf Giga Drain. Das wird Level 33. Einfach auf Giga Drain drücken. Lass ihn mal nicht. Rock Slide, der flincht mich jetzt und dann weine ich. Ne, wir killen den, heilen uns wieder voll. Okay, ich hätte aber wegrennen sollen. Das wäre deutlich sinnvoller gewesen. Aber ich darf nicht in solche Dinger da reinlaufen mit diesem Punkt, mit Marv vorne. Dann kriege ich nur von Dictry aufs Maul. Da muss ich aufpassen. Ey, du. Okay, gegen dich kämpft man offenbar. Gut, dass ich das jetzt auch weiß. Bitte liede nicht mit Dictry. Da wäre ich dir sehr verbunden. Oder mit irgendwas, was Robustheit hat. Bronzong. Weder noch gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir sehr gut. Aus dir Volt switchen wir einfach raus. Hat der Schwebe oder hat der Heatproof? Das ist hier die Frage aller Fragen. Wir haben ihn gerade gekrittet. Das ist sehr gut für uns. Bring einfach Tiki rein. Ich glaube, ich bringe einfach Tiki rein. Ich wüsste nicht, was er jetzt machen sollte, was Tiki so gefährlich werden würde. Gyro Ball macht nichts. Das macht nichts. Ja. Und wir scolden ihn dann einfach weg. Und effektiv trappen kann er Tiki nicht. Selbst wenn er einen Dictry hat, Tiki fängt das nicht so schlimm. Tiki wird das einfach taken. Relikant. Auf Relikant möchte ich ungern auswechseln, denn meine Relikant-Switch-Ins sind nicht so ganz vorhanden. Deswegen drücke ich einfach nochmal Scald. Einen Hit nehme ich und mit Scald habe ich auch noch eine Chance auf einen Burn. Und dann nehme ich noch weniger Schaden. Kein Burn. Er kriegt einen Rocktomb. Macht basically gar nichts. Ich habe noch kein Scald geburnt. Das ist ein bisschen traurig. Hier kommt der nächste Scald, aber der killt auch. Der kann gar nicht mehr burnen. Und jetzt gibt mir dein letztes Pokémon. Wenn es Dictry ist, ich wäre da fein mit. Ich wäre da völlig fein. Karakosta. Hast du Shell Smash, Karakosta? Wir werden es herausfinden, indem ich jetzt aufs Gold drücke. Und burne. Ich burne gar nichts. Brian macht aber nichts. Ich burne keine Scalds. Nicht heute, nicht morgen, nicht nächste Woche. Morgen ist nächste Woche. Es ist Sonntag jetzt gerade im Moment. Biker Hardy. Biker. Hiker. Nicht Biker. Was unterschiedlich ist. Gib mir nochmal bitte meinen Nemumu-Milk. Und pack die auf Tiki drauf. Und dann holen wir uns unsere Dowsing Machine zurück. Können wir hier schon was mitnehmen? Ist das hier? Interessant. Aber können wir wohl erst, wenn wir den Stein da wegschieben können. Was wir nur von der anderen Seite können. So, genau. Jetzt kommt wieder das Finstrio und läuft ein auf die andere Seite der Brücke. Sehr hilfreich von ihnen. Dankeschön. Ich wüsste nicht, was ich ohne euch gemacht hätte. Hyper Potion. Nimmt man. Lass mich mal hier vorbei. Aber wir müssen den da bewegen, sonst kommen wir nicht an das Item ran. Und das ist ein Iron. Einmal Def boosten. Okay. So. Kämpfe gegen mich. Du wirst nicht mit Dictry leaden, du bist eine Forscherin. Forscherinnen leaden nicht mit Dictry. Du leadest vielleicht mit einem Magneton und drückst wieder Turn 1 für X irgendwas. Du Jant. Was für ein X setzt du ein? Irgendein X setzt dir auf jeden Fall ein. Ich gehe für Donnerblitz. Oder gehe ich für Voltwechsel. Weiß nicht, ist du Jant schneller als ich? Ich habe da ein bisschen Angst vor. Ich drücke einfach mal Voltwechsel. X Special. Ja, okay, das hier ist nicht so gefährlich. Special Attack of Durant. Hätte ich vielleicht einfach. Na, der hat immer noch Hustle und Attack Stat. Also, ich will hier mit Marv nichts dumm riskieren. Wir gehen einfach mal auf unser Arbok, droppen den Attack mit Intimidate und drücken dann Schaufler. Zack, weg ist der Attack Stat. Und jetzt gib mir deinen Durant. Wir sind sogar schneller. Okay, dieses Durant ist nicht besonders schnell unterwegs. Geht für Crunch. Wir hätten also mit Raichu einfach drinbleiben können. Wir hätten nichts dabei verloren. Aber das kann man ja nicht wissen, dass dieses Durant langsam ist. Ferrothorn. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn ich einen Fire- oder Fighting-Type hätte. Ich habe hier weder noch... Oh, das wird jetzt anstrengend. Wie werden wir mit dir fertig? Gehen wir auf Song und Setupen?
Anfassen will ich ihn halt nicht, ne? Und der Einzige, der das nicht müsste, wäre halt Song oder Tiki. Ich gehe mal auf Song und hoffe, dass er keine Leech Seeds hat. Auf jeden Fall Instant für Hypnose gegen Ferrothorn. Ingrain. Oh nein, das nervt auch. Auch das nervt sehr. Okay. Song, du musst das Ding jetzt 1v1. Geh mal für Hypnose. Dankeschön. Hypnose getroffen. Ferrothorn schläft. Und jetzt kam meinten wir ein bisschen hoch. Wir müssen dieses Song irgendwie 1v1. Ja, dieses Song, dieses Ferrothorn. Und es hat Ingrain. Schläft noch. Okay, weiter so. Noch ein Carmine, bitte. Ist aufgewacht. Power Whip. Power Whip ist okay. Macht nicht viel. Außer man crittet es, dann macht es viel. Hypnose, bitte. Gemist. Noch ein Power Whip. Der trifft ihn natürlich auch. Aua. Noch eine Crit Power Whip wäre jetzt gefährlich. Hypnose, please. Dankeschön. So, und ich glaube, wir müssen mindestens plus 3 gehen, damit Extra Sensi irgendwie was macht. Wir gehen für noch einen Carmine. Noch nicht aufgewacht, das ist gut. Und jetzt gehen wir mal für einen Flinch mit Extra Sensory. Und ich möchte auch einfach mal scouten, wie viel Schaden ich mache mit Extra Sensory. Gegen den Ferrothorn. Ah, das ist okay. Noch eine Power Whip und trifft natürlich auch wieder. Dem 51 KP und nehmen. Eine nehmen wir noch, solange er nicht crittet. Wir gehen nochmal für Hypnose. Hitten, sehr schön. Und dann spammen wir Extra Sensory. Ingrain heilt nur so viel wie Leftovers heilen, glaube ich. Sieht so aus, ja. Da kann, lässt sich was mit Extra Sensory machen. Der trifft auch einfach alle seine Power Whips, ne? Der trifft die auch einfach alle. Wacht instant auf. Misst eine Power Whip. Misst eine Power Whip. Okay, wir gehen für Extra Sensory. Zwei davon killen jetzt. Die sollten wir noch nehmen. 1 KP. Holy shit. Aber wir outspeeden und wir killen. Huh. Bronzong, mach mir bitte nicht solche Angst, ja? Und Ferrothorn, bitte existier nicht so. Aber auch nur, weil er einen gekrittet hat, ne? Aber auch nur, weil er einen gekrittet hat. Zum Glück hat er einen gemisst, sonst wäre das hier noch viel schlimmer geworden. Hyper Potion, please. Die heilt nämlich voll. Meine Ferrothorn-Antworten sind sehr begrenzt. Vielleicht sollte man über Hidden Power nachdenken, auch Among Us. Aber dafür müsste ich halt wissen, was für eine Hidden Power Among Us hat. Lernt jemand Flame Charge? Irgendjemand? Nein? Doof jetzt. Sehr unangenehm. Ich könnte auch für, solange wir hier in der Höhle sind, nochmal, wo haben wir es denn? Incinerate. Ja. Ich könnte Ord auch nochmal Incinerate über Dressnaught geben, solange wir in der Höhle sind. Und dann danach wieder umtauschen. Dafür haben wir da die TMs. Also gib mal Dressnaught her, tu mal Incinerate da drauf. Und dann haben wir das für die Höhle. Dann haben wir während der Höhle immerhin eine Ferrothorn-Antwort. So. Da hat sich gerade die Musik geändert. Tut sich das im Base-Game auch? Ich erinnere mich nicht daran. Hallo Nugget Brothers, gib mir bitte was. Ein Nugget. Mm. Ein Nugget. Oha. Das ist ja unglaublich. Browsing Machine. Da ist was. Paraheiler. Geil. Je mehr, desto besser, würde ich mal sagen. Ne? Außerdem bin ich großer Fan von Max Repel. Ich kann quasi nicht genug davon haben. Und ich würde gerne diese Treppe hochgehen. Denn hier gibt es noch Zeug für mich zu holen. Genau da. Ein HP ab. Könnte man mal benutzen. Könnte relevant sein. Ich denke auf jeden Fall drüber nach. So ein paar Punkte HP. Wisst ihr was? Wir geben Bronzong mal ein paar Punkte HP. Gib mir den HP ab. HP ab. Song. Ein Punkt mehr HP. Iron kannst du auch direkt haben, Song. Hier, viel Spaß damit. Wir boosten deine Stats, Song. Wir boosten deine Stats. Du bist der Auserwählte. Du bist unsere Resist gegen alles. Du bist unsere Carmine Wincon. Gegen alles. Grundsätzlich ist Song die Wincon. Hier ist irgendwo ein Item. Auf der anderen Seite wahrscheinlich.
ein Timer Ball. Hier kommen gleich die Plasma-Rüpel. Das ist in Ordnung, denn wir kümmern uns erstmal um den Arzt hier. Ah, ein Revive. Da haben wir jetzt sehr viel von. So, hallo Arzt. Ich möchte bitte ein 1v1 haben, damit ich mich danach immer hier heilen lassen kann. Und vor allem meine AP hier auffüllen lassen kann. Was mir auch sehr praktisch wäre. Dr. Wayne mit Uniclus. Das geht ja schon mal super los hier. Psychic Types. Auch nicht meine Lieblingsgegner. Wie viele Pokémon? Du hast nur das Uniclus. Hier, Thunderbolt. Sollte Twitten. Ohne Investment ist Uniclus auch nicht so krank bulky. Okay, bulky genug offenbar. Und es hat Confused Ray. Geht ja schon mal super los. Da wechseln wir aus. Kein Bock mit Psychic plus Confusion zu fressen. Gehen wir auf Evelyn. Da gehen wir jetzt auf Evelyn. Wenn der jetzt irgendwas Dummes drückt, ich glaube, Evelyn outspeedet und kann das Encore. Pain Split. Oh nee. Oh nee. Secret Power. Confused Ray. Pain Split, Confused Ray. Was kannst du noch? Wir werden es herausfinden. Wir werden jetzt nochmal Secret Powern. Hoffentlich durchkommen. Tun wir. Sehr schön. Psychic hat er. Okay. Aua. Hätte er jetzt gekrittelt und ich hätte mich selbst gehauen, wäre schmerzhaft gewesen. Wir gehen mal raus auf Song. Sollte Song nicht allzu viel können, dieses Free Uniclus. Psychic. Okay. So, und jetzt hätte ich gerne Hypnose. Leider gemisst, da kommt der Pain Split. Der wird jetzt nerven. Der hält sich ganz gut gegen damit. Spammen wir mal ein bisschen Bulldoze. Der Damage ist akzeptabel. Psychic. Okay, hat nicht gepainsplittet, das heißt, der nächste Bulldoze killt. Und dann werden wir vollgeheilt von diesem Menschen hier. Gib mir einen Spedef Drop. Fiese Sache. Aber ist okay, weil, wie gesagt, der nächste Bulldoze killt. Okay, Hyper Potion. Never mind, der nächste Bulldoze killt doch noch nicht. Das nervt jetzt ein wenig. Versuchen wir es nochmal mit Hypnose. Diesmal gehittet. Dieses Mal haben wir die Hypnose gehittet und dann spammen wir jetzt weiter ein bisschen Bulldoze. Full Heal. Du Drecksack. Ey, ich spam Bulldoze. Du kommst nicht an diesem Song vorbei. Ich spamme Bulldoze. Wir sind viel resistant, nicht vierfach. Confuse Ray. Okay, so kommst du vielleicht doch an diesem Song vorbei. Ich nehme es zurück. Eventuell kommst du so an diesem Song vorbei. Bulldoze. Schade. Jetzt wird Song auch nochmal eine Psychic fressen und dann ist es mir zu low und ich möchte auswechseln. Genau. Noch ein Spedef Drop. Nett. Gehen wir auf Tiki. Tiki, wie viel Spedef? So im Vergleich mit Ordoch. Bisschen weniger. Gehen wir auf Evelyn. Drück mal bitte nicht Pain Split, das wäre mir jetzt echt nervig. Aber es würde auch gar keinen Sinn machen gegen Bronzong. Okay, geht für Psychic. Aua. Macht zu viel. Es macht einfach zu viel. Marv. Dein Spedef-Stat ist 86. Du wirst einen nehmen und dann kann ich mit Donnerblitz killen. Marv, mach mal bitte. Werd mal jetzt nicht gekrittet. Werd mal jetzt nicht gekrittet, Marv. Dankeschön. So, Donnerblitz killt. Dieses Reuniclus war gefährlicher, als es hätte sein dürfen. Ich hoffe, ich muss nie wieder gegen ein Reuniclus kämpfen. Heile bitte meine Pokémon. Jetzt habe ich es mir verdient. Ich werde in der Liga nochmal gegen Reuniclus kämpfen müssen. So ein Mist. Ich hoffe, ich habe bis dahin einen Dark-Type. Ich hoffe, ich habe bis dahin Spiritomb. Oder Song hat Leftovers. Weil in der Liga bin ich ja dann vorbereitet auf alles und dann kann ich dem einfach Leftovers in die Hand drücken. Da muss ich ja nicht Shed Shell haben, weil ich Angst haben muss, dass ich gedickdreht werde oder sowas. Also Liga ist deutlich angenehmer von der Dickdreh-Gefahr her. Kann ein Item auf Bronzong spielen, ohne dass ich Angst haben muss. Wobei wir das Problem ja gar nicht hätten,
wenn mein Bronzong Schwebe hätte. Ich meine, wir haben Bulldoze, wir hätten Magneton ohnehin. Ne? Crocjock. Ist jetzt kein Lied, der Marth gefällt. Wir haben auch kein Papunga hier. Den gehen wir auf Tiki. Tiki ist die nächst tankiere Option. Vielleicht drückt das Crocrock ja irgendwas Dummes. Crunch. Nimmt man. Death Drop. Fies. Fies und gemein, aber wir outspeeden und Scald sollte killen. Ist ein gutes Seemon. Weg ist Crocrock. Wer ist der nächste? Scrafty. Scrafty. Dieses Matchup ist fies und gemein. Arbok und dann wird hier das Death-Stat gedroppt wie kein zweiter. Erstmal weg mit deinem Attack-Stat. Scrafty ist fies, weil er so verdammt tanky ist, ne? Lass mein Speed gedroppt und wir gehen für Acid Spray. Er ist wahrscheinlich schneller. Ne, ist er noch nicht. Er ist noch nicht schneller. Also Acid Spray, wie er ihn bisher aufgibt. Zwei weitere Acid Sprays sollten killen. Geht für Chip Away. Ah, wir haben einen Intimidate draußen. Macht nicht so viel. Acid Spray. Der nächste danach killt. High Jump Kick. Aua. Das war ein Crit. Fies und gemein. Wir Speed Time? Zwei Crits? Wir hätten den zweiten High Jump Kick genommen, aber er hat uns zweimal mit High Jump Kick gekrittet. Das war unser Fighting Check. Das war unser Fighting Check. Wir werden einen neuen Fighting Check brauchen. Und so dumm es klingt, ich glaube, es ist Papunga. Watchok. Der Intimidate war halt eigentlich schon geil, ne? Es ist sehr kacke, dass er jetzt weg ist. Voltage auf Evelyn ist, glaube ich, hier der Play. Ich bin mir nicht sicher, ob Donnerblitz killt. Oh. Hyperfang. Der Evelyn ist immer noch schneller. Super weirde Sache, dass Evelyn immer noch schneller ist als andere Sachen. Das fuckt mich gerade ab. Dass wir von Doppel-Crit-High-Jump-Kick gekillt wurden. Das fuckt mich gerade ab. Verbuddel dich mal. Wir wollen hier raus. Dieses Arbok war halt echt gut. Und jetzt ist sowas Dummes passiert. Sowas verdammt Dummes. Repel ist vorbei, gib mir neuen. Gib mir neuen Repel. Und noch Super Repel hier unten irgendwo. Da. Ich muss mal gucken, was wir an Optionen haben. Bin mir gerade unsicher, was ich machen möchte als Fighting. Switch in. Also erstmal müssen wir natürlich Arbok auf die Box werfen. Es ist so dumm, ne? Es ist so dumm. Double High Jump Kick Crit. Das musste echt nicht sein. So. Also wir haben die Möglichkeit, dich zu nehmen. Ja, du bist eigentlich die einzige Möglichkeit. Du bist halt nicht dafür geeignet. Du bist kein Fighting Switcher, du auch nicht. Ich muss den hier nehmen. Ich muss den hier nehmen. Immerhin U-Turn, I guess. Ich würde sagen, wir sind es beim nächsten Mal. Ich gehe mich jetzt irgendwo verbuddeln. Bis dahin. Ciao.